heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar haben wir gerade gegessen und gekocht. Da ist meine Schwester. Hallo. Und ja, wir haben gerade gekocht, lecker essen. Hier. Mit lecker Kartoffelpü. Und ja, wir gehen jetzt nach oben, denn heute liegt an, ihr Baby bereit zu machen, denn damit gebe ich euch auch bekannt, falls ihr Interesse an einem Reborn-Baby habt, meine Schwester möchte ihr Baby gern verkaufen. So, ich gehe mal kurz ins Helle wieder. ja, und heute machen wir für dieses zum Verkaufen ein paar Fotos für eBay und so. Und ich versuche euch den Link in die Infobox zu setzen, falls ihr Interesse an ihm habt. Ja, wir machen heute schöne Fotos mit ihm, damit er auch schön aussieht. Die Sachen, die dabei sind, werden wir mit auf Fotos bringen und so. Und da liegt er übrigens. Und ja, das werden wir heute machen. Seine Haare nochmal kämmen und so. Und dann ein paar schöne Fotos machen. Und ja, das heißt, heute gibt es mal einen Vlog über das kleine süße Baby da. Was machst du da? Das ist übrigens das Zimmer von meiner Schwester. Die mal schauen. So, oh, so sieht man so fast alles drauf hier. Wow. Das ist nicht ihr da, das ist nur Wäsche, die meine Mama hier trocknet. Ja. Hier oben ist eine Spieluhr, schaut mal. Die hatte sie damals als Baby. Voll toll, ne? Ganz alt schon. Kannst du auch zeigen. Die hatten wir. Oh ja, die hatten wir damals. Das war aber meiner. Ja. Das hier war mein Kuschelhase damals. Den habe ich überall mit hingenommen. Überall. Als ich noch ganz klein war. Und meine Schwester hatte den gleichen in Weiß. Wir hatten halt hier dieses Pärchen. Das weiß ich noch ganz genau. Und schaut mal, das hier gibt es gerade im Moment bei H&M. Das ist so ein Schäfchen und... Ikea meine ich ja. Das gibt es gerade bei Ikea und das macht Geräusche, wenn man hier hinten dran zieht. Also, wenn man das auseinanderzieht, dann ist so eine Spieluhr voll süß, oder? Mhm. Oha. Da auch noch alles drin. Hier unten? Ja. Diese Kindersperre, ich wollte Papa schneiden. Oh mein Gott, Alter, guck mal, wie viel sie hat. Krass. Oh, das kenne ich noch. Das hast du von mir, das hast du auch von mir. Das T-Shirt war damals so, das war mein Lieblings-T-Shirt, das da unten bei Jane, bei... Ich habe es gekauft vorher mal bei meiner alten Puppe und bei Jaden war es dann im Endeffekt zu klein. Ja, bei Jaden war es zu klein und bei Lennox natürlich auch. Dann habe ich es abgegeben. Ja. Das hier haben wir neu gekauft, oder? Ja. Ich zeig das mal. Dann das hast du also vergessen hier. Ja. So, sie war letztes Mal, als ich auch shoppen war, auf dem Flohmarkt, war sie auch dabei. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich drehe jetzt einfach mal so einen Haul, nicht von mir, sondern von meiner Schwester. Also, ich stelle euch mal hier auf die Fensterbank. So, also, sie war halt mit auf dem Flohmarkt. Da habe ich auch, glaube ich, auch ein Haul zugedreht. Ganz erkennbar ist das, dass sie auch so ein schönes Outfit hat hier, was selbst gestrickt ist für Neugeborenen-Shootings und so. Das hat sie nämlich als Schmetterling gekauft. Total süß. Also ein Schmetterling. Kommt halt so dann über das Baby und dann der Kopf hier rein. Für Neugeborenen-Shootings im Krankenhaus zum Beispiel. Und wo ich das, die Schildkröte davon gekauft habe, da hat sie das ja alles gekauft. Und da gehört dann auch noch ein super süßer Anzug zu. Und zwar dieser hier, das ist so ein Overall oder so ein Schlafanzug. Total süß. Der ist von Ernst X Family in Größe 56. Und ist so grau-weiß gestreift. Total süß. Hat einen Fuß unten dran. Und ist sehr süß. Dann hat sie noch eine Mütze gekauft. Die finde ich richtig süß. Die sieht so aus. Auch so grau-weiß, blau-grün. Mit so Ohrschützern und so ein bisschen Kusel hier. Von Comte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Größe 45. Das ist ja die Mützen, also der Umfang. Dann hat sie noch passend zu dem Strampler oder zu dem Overall einen Body gekauft. Ein Wickelbody. Der ist in 50-56. Von welcher Marke wissen wir nicht, steht nicht drin. Und ja, wach nur gestreift. Und dann hat sie auch noch das gleiche Set bekommen, was wir auch haben. Und zwar das hier von Antics Family mit diesem Langarmbody hier, der Hose und der Mütze hier. Das ist ja so ein Dreier-Set von Antics Family. Das hat sie sich diesmal auch gekauft. Genau. So, Mais, was
Was nimmt denn eine Kleine alles mit zu seiner neuen Mama? Natürlich nicht. Da die Sachen brauche ich eh nicht. Also da könnten wir entweder alles oder. Wir können ja ein Outfit daraus suchen, was er anzieht. Mal durch, obwohl, was man ja, wir können ja ein Outfit anziehen. Und das ist dann auch auf den Fotos drauf, damit dann wissen die direkt, was dabei ist. Da. Ja, musst du wissen, was du ihn anziehen willst. Das ist so ein Dreier-Set. Ja, das kannst du ihn uns auch anziehen. Weiß ich nicht, musst du wissen. Du kannst natürlich auch ein paar Sachen beilegen, ist natürlich auch kein Problem. Musst du nur wissen, was du ihm mitgeben willst. Den Body, den hatte doch auch irgendjemand damals an, oder? Von uns? Weiß ich nicht. Kommt mir so bekannt. Ich glaub, den hatte er vorher schon an. Ah, kann auch sein. Ja, hast du die Sachen noch, die er vorher an hatte? Ja, das hat er vorher. Stimmt, das hat er dabei, ja. Und noch irgendwas. Ja, du musst du wissen, was du ihn anziehen willst und was du dabei legst. Ist doch egal, ich weiß nur noch irgendwas von der Kuscheljacke, aber. Das Dreier ist auch total süß. Das hatte ich damals auch. Das hier. Diesen kleinen Giraffen von Kick damals. Ich glaube, das kennt jeder. Total süß. Hier auch mit diesem. Ich hatte damals alles davon, weil ich das so süß fand. Das ist auch süß mit den Affen. Ich liebe das. So, Meist, also was willst du anziehen? Wollen wir das Dreier-Set oder willst du ein Strandblau oder so? Den Dreier-Set. Gut, dann kannst du noch irgendwas dir überlegen, irgendwas noch beilegen, wenn du willst. Mhm. So, dann müssen wir ihn jetzt einmal anziehen. Also er bekommt jetzt das Dreier-Set hier mit in sein neues Zuhause. Das ziehen wir ihn jetzt auch an, damit das auf den Fotos mit drauf ist. Und dann machen wir ein richtig schönes Fotoshooting. Hast du da hinten dein Handy hier oben? Dann müssen wir mit dem Handy gleich Fotos machen, damit du die auch gleich auf dein Handy hast. Schade, dass meine Kamera erst nächste Woche das. Mir eine neue Kamera gekauft. Ey, das wäre so toll mit meinem Tapping. Ach da. Wir können auch das Dings von mir holen, das Fell. Mhm. So, willst du ihn umziehen einmal? Und dies hier? Also den Body aus, hier ist nämlich ein Body. Der Magnetschuler kommt da auch mit? Ja. Da ist der Kleine. Also welcher Bausatz war das nochmal? Elisa Marx. Ja, das weiß ich, aber welcher Name vorher? Ich weiß nicht, Julius? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas von Elisa Marx. So, also er wird jetzt umgezogen. Und ja, hier liegt noch ihr Maxi Cosi und ihre Ergo-Baby. Seht so eine Baby-Björn. Trage und ein paar coole Sachen. Ja. Hier ist draußen. Keiner da. Der Postbote sollte eigentlich noch kommen. Aber das ist ja auch schön, dass man den hier oben nicht hört. Mach mal Fenster auf, vielleicht hören wir den dann. So, da wird er sich ja umgezogen. So, wir haben jetzt noch eine Mütze für ihn. Hier passt ganz gut zu, die ist mir auch so weiß. Passt ganz gut. Was er darf er nicht sein. Und dann kriegt er noch seinen Schnuller, den hat er auch mitgebracht. Das ist dieser hier. Das ist eine Jacke mit zwei. Echt so mit Magnet? Ja, das ist so eine Wendejacke. Ich liebe das Muster, ne? Ich finde das so toll. Schau mal, ich finde das so toll. Das habe ich noch nie mal bemerkt. Na, jetzt ist aber doof, das ist das Schild hier draußen. Eigentlich, jetzt bräuchte ich das, was wir gemalt haben, ja eigentlich auch nicht, also wenn die den Namen behalten. Ja, das ist zu groß, das ins Paket zu packen, ist so schwer. Aber können wir natürlich versuchen. Ja. So, was willst du noch mit abgeben? Ich glaube, den hier hattest du damals, das Baby an. Ja? Ja, ich bin mir irgendwie voll sicher. Also hier ist noch die Hose, die Mütze. Müssen wir irgendwas abgeben, den Strampler hier? Ja, egal. Ein oder zwei Strampler kann da ja noch zu. Ja, dann mit den hier. Und den einen da, oder? Den gelben hier. Da gehört glaube ich auch noch. Ja, da gehört noch ein Body zu. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, dann musst du den behalten. Ist schon das noch dabei?
Stimmt, das kenne ich sogar noch mit der. Ja, das ist auch noch nicht so alt. Das war kam von dem Tag, wo du. Okay, jetzt holen wir noch einmal mein Fell. Oder willst du es mit Fell machen oder was anderes? Ja. Mein Schafsfell. Felix, du sollst runter, ne? Nee, du darfst hier nicht hoch. Runter. Nein, nicht auf der Hälfte der Treppe stehen bleiben. So, das ist egal. So. Oh, hier ist auch noch. Oh, hallo Babys. Schau mal. Guck mal, ist der Strampler nicht so geil. Oh ja. Das ist voll toll. Und der ist auch neu. So süß. Ich habe richtig coole neue Sachen. Ich habe von der Flohmarkt dabei noch. Ja, wo du dabei warst? Das letzte so Mal war ich. Und so alles verkauft. Letztes Mal war ich bei einem voll tollen Flohmarkt. Dann hat er noch eine richtig geile, übertrieben geile Latzhose bekommen. Passt er überall? Ja, die hat er schon mal. Kann ich dir nachher ein Foto zeigen? Und sonst sind noch ganz viele H&M's jetzt hier, aber sieht man gar nicht mehr. So, hier also Mickey Mouse, also mit dem Hundi. Cool. Latzhosen hast du auch ihr Geschäft gekauft. Eine Latzhose mit so Blümchen drauf, ja. Ja, klein Engelchen, hast du das Fell? Brauchst du noch irgendwas? Den Teddy da oder hast du genug Teddys? Einfach nur zum schön aussehen, aber du hast ja genug. Wir können das M noch mitnehmen für Milan, aber. Willst du das noch machen? Aber wir brauchen auf jeden Fall auch so eine Art Hügellandschaft. Also irgendwas musst du auf jeden Fall unter, damit wir so das so ein bisschen bergartig machen können. Das sieht irgendwie schön aus. Oder wir legen dann einfach nur so hin, aber. Das ist so schön, das Fell. Ich liebe das. So ein M. Also das ist ja Mels M, aber wir nehmen das jetzt für Milan, weil er heißt ja Milan. Hier ist auch noch seine Tafel. Fußabdruck, seine Zentimeter, seine Grammzahl und sein Name. Also falls jemand den haben möchte, kann er auch uns sagen, ob er dieses Bild mit bei haben möchte. Habe ich ja damals auch für Jaden und Lennox gemacht. Hier ist das Paket, was mitkommt. Ja, also wie gesagt, falls ihr Interesse habt, gerne in der Infobox schauen. Da haben wir den Link. Und sonst erzählt Marlies euch am Ende, was sie dafür haben möchte für das Baby. Mit Zubehör und allem. Und dann könnt ihr mir auch gerne privat schreiben auf Instagram oder in die Kommentare, falls ihr ihn haben möchtet. Aber auch nur ernst gemeinte Fragen. Und auch nur, wenn ihr das auf jeden Fall bezahlen könnt auch. So. So, mein Lieben, perfekte Filmkulisse hier, oder? Das ist doch so süß, oder? Voll schnuckelig. Einfach per Kamera, ne? Ja. Oh, du musst ein bisschen dichter rangehen, glaube ich. Das Braune darf man und so auch gar nicht alles sehen. Du musst genau so kannst du immer erst machen. Dann einmal so, von hier so, dass man den Kopf so ein bisschen sieht. Genau. Dann einmal von hier noch so. Ein bisschen genau so, perfekt. Sehr schön, jetzt können wir ihn auch anders hinlegen. Also zum Beispiel einmal ohne so viel, oder der kann ja immer da bleiben. Wir legen ihn einmal so hin. Und wenn ich Fotos machen will mit Babys, dann weiß ich zu wenig, wie muss. So, doch, das haben wir jetzt. Was ist irgendwie voll süß, der Kleine. Deine Schnuckebacke hier. So. Hast du ein Foto gemacht? Mhm. Sehr schön, ich muss die Kamera. Dann setze ich mich noch einmal hin oder so, so ein bisschen. So. Genau. Legen ihn nochmal zur Seite und dann ohne Schulli mal. Und dann kriegt ihr den Schulli hier so hin. Ja, dann muss ein bisschen hier sein, weil sonst ist hier wegen der. Den Teddy wieder. Dann muss hier hinten nochmal irgendwie so ein kleines X bauen, so genau. Und dann Teddy noch. So.
noch ein Foto und dann haben wir es auch. Wenn den Kleinen will die Jacke anziehen, dann friert er ja. Gut, das haben wir, das alles schon mal. So, schöne Kulisse hier. Am liebsten würde ich jetzt meinen Baby so ja noch Fotos machen. Können wir auch. Ich habe gestern schon so viele Fotos gemacht von Emil. So, ja, dann müssen wir den Kleinen noch die Jacke anziehen. Sachen gleich wieder rüberbringen. Und dann machen wir alles fertig auf Instagram. Ey, auf. Ich will klein zeigen, aber bei Instagram schlägt es auch mal rein. Ein Foto und dann mit Preis und so. Ja. Würdest du auch tauschen? Gegen irgendein anderes Baby, was dir gefällt denn? Also sie würde auch tauschen, wenn ihr das Baby gefällt, eventuell. Aber hast du irgendeinen Traum von einem Baby? Willst du auch ein Levi haben oder so? Ja. Oder so ein Jane oder so. Sie würde auch gerne ein Levi haben. Ich kann mal meine Rebornerin nachher fragen, ob sie dir ein Baby macht. Kannst du genau sagen, wie du es haben willst. Ich möchte braune Haare, ich möchte blonde Haare. Das wird teuer. Nö. Es geht ja eigentlich um den Bausatz und um den Wert von dem Bausatz. Also zum Beispiel Levi ist teuer jetzt, ja, weil Levi gerade neu ist und ein bekannter Bausatz. Aber wenn du einen anderen Bausatz hast, zum Beispiel den von Jaden, der ist nicht mehr so teuer. Oder Mels Bausatz. Die Macherin von Mels Bausatz, die hat auch ganz viele tolle Bausätze gemacht. Laura, die Eagles, keine Ahnung, wie die heißt. Ja, so, Mais, was machen wir jetzt? So, tschüss, sagen. Oder wollen wir noch irgendwas machen? Nein. Gut. Dann, meine Lieben, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Es war nur so ein kleines Fotoshooting. Wir verkaufen Marlies Baby irgendwas Video. ja, so eine Art kleiner Mini-Vlog. Und ja, falls ihr Interesse habt, wie gesagt, schaut in der Infobox oder bei uns auf Instagram oder ihr könnt mir auch privat schreiben, wenn ihr den Kleinen haben wollt. Was wolltest du jetzt nochmal für den Kleinen haben? Das überlegen wir uns gleich noch und ihr seht es dann bei Instagram oder bei eBay Kleinanzeigen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen und Videowünsche könnt ihr gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich weiß, Vlogs sind sehr beliebt, aber das ist immer so ein bisschen anstrengend zu vloggen. Ja, und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.